Gut, also Holzkohle. Ja. Guckt euch mal den Berg an. Das sieht schon ganz gut aus. Sieht man ungefähr, wie hoch ist er? Jetzt ist noch ein bisschen. Fast 6 cm. So, wie lang? 1,60 m ist das. Das ist 1,60 m. Gut. Also, das würde ungefähr entstehen, wenn ich zweimal an dem Ding verbrenne. Das Ding hat jetzt eine Höhe. Ich habe mir zu. Genau, ist 96 cm. 96. Breite von dem Ding. Oh, ist 80. Oh, 8 Spalt. Genau. Am Anfang, ich habe es jetzt umgedreht, wenn es regnet, dass es praktisch kein Wasser drin steht. Am Anfang mache ich die Hölzer ein bisschen schräg rein und mache auf diesem Knickpunkt, auf dem Knickpunkt hier in der Mitte, wenn man da mehr Hölzer, mache ich das Holz hin, so eine kleine Plattform und zünde es an. Danach wird es dann, tue ich halt gerade mit Kleinzeug nachfüttern. Und wenn es dann einmal brennt, da habe ich ja diese Stücken gleich reingehauen. Diesen Durchmesser, diesen. Je dünner, desto besser. Teilweise als Plattform. Und wenn ich neu einlege, hier ist der Kreis, dann lege ich die meistens so und so hin, so und so, dass in der Mitte noch ein bisschen mehr ziehen kann. Also nicht gleich die Mitte zu legen, da wird es qualm. Also ging rauchfrei. Hat alles super geklappt. Genau. Vor uns mit dem Sandstein noch die Kante gebrochen. Ja. Und ich rolle ihn dann rüber. Eigentlich brauche ich auch keine Griffe dran, nichts. Das passt. Oder beziehungsweise können die dann sogar behindern, wenn da immer so ein Griff dran ist. Genau. Also kann genau so bleiben. Und das Ergebnis, wie gesagt, das werden jetzt 2 Tage verbrennen. Also das ist dann schon mal eine kleine Nummer. Also zwei Tage, das heißt an 2 Abenden halb. Jeweils 4 Stunden hat es gedauert, habe ich diesmal genau drauf geguckt. Und dann ist es 1 Haufen. Also nach 4 Tagen sind das 2 Haufen. Nach 6 Tagen sind das 3 solche Häufchen. Also solche Dinger. Ja, da geht schon was. Also viel Spaß beim Nachmachen.